Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu Christophers Backstube. Ich zeige euch heute, wie ihr diesen herzhaften Schinken im Brotteig backt. Ich habe mich dazu für einen eher weizenlastigeren Teig da heute dazu entschieden. Also ihr seht hier einmal Weizenmehltype 700, meine Sissi und Roggenmehltype 960, mein Roggentoni und hier auch noch ein bisschen Weizenvollkornmehl. Diese zwei Mehle und das Mehl Maria Weizenmehltype 480 gibt es auch gerne in meinem Shop zum Erwerben. Und dass der Teig dann quasi vollständig wird, kommt natürlich noch Wasser dazu, Hefe, Salz. Dann habe ich mich heute für ein bisschen Schweinefett, für ein bisschen Schmalz entschieden, weil da sowieso dann nachher der Schinken reinkommt. Man kann aber hier auch einfach auch Sonnenblumenöl nehmen oder vielleicht Butter. Da geht es einfach nur darum, damit man den Teig ein bisschen noch Fett gibt, weil eine Spur Fett, sage ich jetzt mal, gibt dem ganzen Brot dann nachher noch ein schönes Volumen, beziehungsweise da kann er noch ein bisschen besser aufgehen. Und dann noch zum Schluss, alles haben wir durch, ja, habe ich hier noch ein bisschen Malz, könnt ihr auch gerne Honig nehmen. Wenn ihr zum ganzen Thema Malz, Backmalz, Enzymaktiv, Enzym inaktiv und so weiter mehr wissen wollt, verlinke ich euch alles gerne unten in der Videobeschreibung, da gibt es schon verschiedenste Blogbeiträge und Videos dazu. Ich habe heute ein Malz, das nicht aktiv ist, also sprich, das ist das inaktive Gerstenmalz, sprich so ähnlich quasi wie Honig. Und natürlich zu guter Letzt ein Schinken, der sollte aber schon gekocht sein, also verzehrfertig sein, weil beim Backen nachher vom ganzen Brotteig wird sich der nicht mehr so wirklich durchbacken. So, dann starten wir aber gleich mit dem Teigkneten. Zuerst unten das Wasser rein, das hat so ungefähr Zimmertemperatur, 20-22 Grad. Dann kommen gleich die Mehle dazu, das Roggenmehl, zack, das Weizenmehl. Alles rein da, Weizenvollkornmehl, Salz, sup. Dann habe ich hier, ja, das wollte ich noch sagen, relativ wenig Hefe, denn der Teig bekommt dann nachher noch nach dem Kneten 2 Stunden Knetzeit. Und 2 Stunden Knetzeit sage ich, 2 Stunden Rastzeit, 2 Stunden Knetzeit wäre doch ein bisschen viel, so noch vorher das Malz rein. Und wenn ihr aber sagt, okay, diese 2 Stunden habe ich jetzt nicht wirklich, da kann ich jetzt nicht zu Hause bleiben, dann stellt nach dem Kneten den Teig einfach in den Kühlschrank, tut den gut abdecken mit einer Folie oder mit einem passenden Deckel, damit der Teig nicht austrocknet, dann ab in den Kühlschrank und am nächsten Tag dann quasi weitermachen, so wie wir das dann später machen, den Schinken einschlagen und so weiter. Dann habt ihr gleich automatisch auch Langzeitführung, dann klappt das auch alles. Das Einzige, was ihr vielleicht aufpassen müsst, die Hefemenge würde ich gleich lassen für die Langzeitführung, aber ich würde jetzt kein enzymaktives Malz nehmen, denn wenn ich das enzymaktive Malz drin habe und ich gehe dann noch die ganze Nacht drüber, dann kann es sein, dass es zu viel ist. Also wie gesagt, wenn ihr diese 2 Stunden nicht warten wollt, ab in den Kühlschrank, nehmt dann vielleicht einen Honig, nächsten Tag geht es weiter, funktioniert auf jeden Fall. So, alles anschauen, alles drin, perfekt. Dann geht auch gleich los mit dem Kneten. Wir werden den Teig jetzt so 6 Minuten langsam hier bei der Kenwood Cooking Chef, wäre das eben Stufe Minimum. Und dann gehe ich nachher noch so ungefähr 10 Minuten in Schnellgang, da schauen wir uns dann den Teig an. Ist aber auch nur Stufe 2, also beim Teigkneten bitte immer aufpassen, wenn ich sage, Schnellgang ist nie Stufe Maximum. So. Stellen wir uns das gleich ein. 6 Minuten, Minimum, los geht's. Dann schauen wir uns gleich den Teig an. Jawohl, machen wir da ein bisschen die Hände mehlig, putzen wir mal den Kneidhaken ab. Ihr habt es auch gesehen, der hat sich jetzt schon fast bis nach unten gelöst. Der muss sich nicht ganz lösen, wenn er sich löst, ist natürlich super, aber der wird sich wahrscheinlich nicht ganz lösen, weil er doch eher weich ist. Und wie kann man da jetzt schauen, ob der Teig fertig ist? Ich habe es schon in einem anderen Video ein bisschen genauer gezeigt, ihr nehmt euch ein Stück Teig und macht diese Fensterprobe. Und wenn man da eben so fast durchsehen kann, so eine schöne Teigstruktur hat, dann passt der perfekt. So sieht es gut aus, 6 Minuten langsam, 10 Minuten Stufe 2 war das jetzt hier. Und jetzt machen wir sicherheitshalber noch eine Messung von der
von der Teigtemperatur. Ihr seht das jetzt schlecht. So, und wir haben hier 28,1. Ja, das passt ganz gut, denn das Ziel wäre jetzt eben hier gewesen, so, sage ich mal, mindestens 25 Grad sollte nicht kälter sein und maximal 28, maximal 29 Grad, mehr auch nicht. Wenn ihr mit den Teigen in die Langzeitführung geht, sprich, wie ich gesagt habe, abdecken und dann bis morgen in den Kühlschrank schaut, eher, dass ihr so bei 25 Grad landet. Wenn der jetzt so wie bei mir jetzt hier noch 2 Stunden bei Raumtemperatur steht, ich habe hier ganz normale Küchentemperatur, ich sage so 22 Grad, dann macht das nicht, wenn der jetzt so 28, maximal 29 Grad hat, denn der wird jetzt in den nächsten 2 Stunden eh noch auch ein bisschen abkühlen. So, Teig ist fertig, Tuch drüber und einfach jetzt bei Raumtemperatur darf der gute Teig jetzt 2 Stunden rasten. Jetzt schauen wir uns gleich mal den Teig an, der ist jetzt wunderschön aufgegangen und ihr habt es gesehen, ich habe mir schon ein bisschen was vorbereitet, aber jetzt holen wir mal das gute Stück raus. Ich habe jetzt hier wieder Roggenmehl Type 960, meinen Roggentoni, falls euch das interessiert, gibt es natürlich auch in meinem Shop zu kaufen. Staub mir hier auch ein bisschen drüber. Ich mache das meistens so, dass ich einmal rundherum lockere und dann sollte er eigentlich mit ein bisschen Geduld, jawohl, schön rausgehen. Ihr seht, da ist fast nichts mehr drinnen. Wenn der Teig nämlich schön reif ist, dann ploppt er quasi hier sozusagen gleich von alleine raus. So. Jetzt werden wir diesen schönen Teig erstmal ein bisschen rund wirken, damit wir mal so ein paar Luftbläschen wieder rausdrücken. Ich mache jetzt quasi Bäckervariante, also einfach so ein bisschen rund wirken. Wenn Sie das nicht können, dann nehmt Sie einfach diesen Teigfleck, so wie er gelegen ist, und nehmt eine Seite, sage ich mal, zieht und legt so in die Mitte rauf. Da geht auch die Luft ein wenig raus und die bekommt auch wieder ein bisschen Spannung rauf. Ist nachher wichtig fürs Volumen. Da ist jetzt aber Sinn, damit der Sinn dahinter ist, dass wir das jetzt nicht zu sehr spannen, denn ich möchte das gleich eigentlich ausrollen und den Schinken einschlagen. Falls ihr aber bei diesem Rundwirken zu viel Spannung raufgebracht habt und es wäre jetzt schwer zum, sage ich mal, ausrollen, dann tut es dann einfach 15 Minuten nochmal liegen lassen und dann fängt es an zum Ausrollen. Das geht natürlich auch. So, immer natürlich schauen, dass ein bisschen Mehl drauf ist, damit das Ganze nicht klebt. Und jetzt rolle ich mal hier so schön von der Mitte nach außen den Teig aus. Ihr seht hier, der hat jetzt doch ein bisschen viel Spannung schon, weil ich euch beide Varianten gezeigt habe, aber das wird schon gehen, einfach mit Gefühl ein bisschen öfter. Und wenn ihr hier so die Luft rausdrückt, das macht gar nichts, denn der geht dann nachher eh noch schön auf und das soll ja wie so ein schöner Brotteig werden. Ich setze hier diese ganz großen Luftbläschen, könnt ihr dann gerne ein bisschen rausdrücken, immer schauen, okay, klebt der Teig quasi eh nicht. Schauen auch, dass der ungefähr gleich dick ist. So, und jetzt schauen wir mal Versuch 1, ob sich der Schinken schon ausgeht. Wenn der Schinken natürlich ein, sei es mal, kleines Netz drauf hat, das nehmt ihr natürlich vorher runter, weil wenn ihr dann nachher die Scheibe aufschneidet, das Netz bekommt ihr nicht mehr schön runter. Und das wollte ich auch noch sagen, den Schinken habe ich aus dem Kühlschrank rausgelegt, wie ich mit dem Teig kneten quasi begonnen habe, damit der jetzt keine 4 bis 6 Grad mehr hat aus dem Kühlschrank, denn ihr müsst jetzt denken, wenn der jetzt 4 Grad hätte und der hat doch 1 Kilo, also das ist jetzt, ich muss nachher schauen, ungefähr 1 Kilo Teig, aber das ist auf jeden Fall 1 Kilo Schinken. Und wenn der jetzt 4 Grad hätte und ich wickel den Teig über, dann wird der Teig komplett auskühlen und bis er dann wieder gart, das wird sehr lange dauern, deswegen hat der jetzt schon Zimmertemperatur. Schauen wir das mal an. Ja, das sollte sich eigentlich ausgehen. Legt die Seite, die nachher unten sein soll beim Schinken, also eher die ein bisschen flacher ist, damit er schön liegen kann, die nehmt ihr jetzt nach oben, denn wenn wir das so einschlagen und nachher umdrehen, ist das Eingeschlagene wieder unten. So, ich schlage das jetzt mal ein von einer Seite und von der anderen Seite. Einfach so ein bisschen andrücken, schauen, dass die ganze Luft schön draußen ist. Also da ist jetzt nichts Sinn dahinter, dass wir noch Lufteinschläge haben, sondern wirklich beim Schinken bleiben mit dem Teig. Ihr seht hier, ich versuche hier die Luft wirklich so gering wie möglich zu halten. Und die Seite klappe ich dann noch auf. So, da. Hier dasselbe. Luft alles raus. Aufklappen. So, jetzt drücken wir das noch ein bisschen fest. Das ist nachher eh die Unterseite. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Perfekt. Dann geht das auch gleich aufs Backblech.
Schwupps, holen wir das hier so rüber. Und da haben wir jetzt schon unseren eingewickelten Schinken. Da schaut ihr wirklich, dass der Teig nicht zu dünn ist, denn wenn ihr hier so eine Stelle habt, wo dann der Schinken ein wenig durchdrückt, kann das natürlich sein, dass es aufreißt. Wenn es mal aufgerissen ist, dann kann man auch nichts machen, tut der Sache nichts ab. Und hier schauen wir jetzt einfach, das passt mir so. Hier auch noch ein wenig zudrücken, wenn irgendwas offen ist. Sieht doch auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Und den, beziehungsweise den Schinken im Brotteig, das gute Stück, deckt man jetzt einfach wieder mit einem Tuch ab. Und der darf jetzt ein letztes Mal so für eine gute Stunde bei Raumtemperatur nochmal aufgehen. Und dann machen wir gleich die finale Deko drauf. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Jawohl, ihr seht, der Brotteig ist schön aufgegangen. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt habe ich mir noch gedacht, machen wir ein kleines Muster drauf. Da habe ich hier so ein Netztuch, was eigentlich zum Händeputzen ist und für die ganzen, sag ich mal, Rührschüsseln, damit der Teig gut runtergeht. Also falls euch das interessiert, gibt es natürlich auch gerne in meinem Shop. Geht der Teig, der klebende Teig von den Händen wunderbar runter. Aber jetzt werden wir das ein bisschen zweckentfremden, denn wir machen hier so ein schönes Dekormuster drauf. Zumindest ist das mein Ziel. Schauen wir mal, wie das wird. Also ich... Weil im Endeffekt, ihr habt ja gesehen, ich habe am Anfang so einen, sag ich mal, Rollschinken gehabt und da ist ja immer auch so eine, soll ich sagen, Schnur, also der Schinken ist ja in so einer Schnur eingewickelt und das möchte ich hier so ein bisschen symbolisieren mit so einem, sag ich mal, Netz. Und ich schaue jetzt, dass ich das so leicht andrücke. Natürlich wäre es optimal, wenn die Oberfläche, sag ich mal, nirgends solche Falten hätte, dann wäre das Muster natürlich noch schöner. Aber ich gebe da jetzt mal mein Bestes. Ich habe hier im Sieb Roggenmehl Type 69. Und dann starten wir mal. Ich fange jetzt hier vorne gleich an, drücke mir das so ein bisschen an und gehe da mal so drüber. Und da hat sich schon ein bisschen abgehoben, ja, macht nichts. Wir werden es auf jeden Fall hier oben am schönsten sehen. Ich gehe da jetzt einfach mal drüber. Für die, die mich kennen, das Wichtigste ist natürlich der Geschmack und der passt da auf alle Fälle. So, oder? Man kann natürlich auch zu viel Mehl machen, wenn dann schon, so wie hier habe ich schon ein bisschen zu viel Mehl jetzt erwischt, dann ist das auch nicht mehr so optimal für das Muster. So, jetzt schauen wir uns das an. Behutsam runternehmen. So, jawohl. Toll, toll. Natürlich weiß man, schöner geht immer, aber ich nenne es jetzt mal Handwerk. Aber jetzt haben wir hier so ein schönes Muster drauf. Ja, hier vielleicht ein bisschen viel Mehl. Hier fehlt das Muster, aber hier oben kommt es ganz gut, denke ich. Und das Ganze, beziehungsweise jetzt der Schinken im Brotteig, geht jetzt im vorgeheizten Backrohr bei 200 Grad Ober- und Unterhitze ab in den Backofen. Zu Beginn gebt ihr gleich Wasserdampf. Für die, die nicht wissen, wie das jetzt genau funktioniert, da gibt es auch ein eigenes Video. Verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung, wie man das macht. Das ganze Brot rein, 200 Grad, Wasserdampf machen, so nach ungefähr 5 Minuten könnt ihr den Wasserdampf einmal rauslassen und fertig backen und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem fertig gebackenen und hoffentlich wunderschönen Brot. 50 Minuten später sieht dieser tolle Schinken im Brotteig jetzt so aus, duftet schon herrlich köstlich, kann ich euch nur sagen. Ja, wie schon angesprochen, Mehl hätte ich ein bisschen sparen können bei der Optik, dann hätte man dieses, sag ich mal, Netzmuster noch besser gesehen, aber da muss ich ja immer ein bisschen Luft nach oben lassen. Gut, dann würde ich sagen, schneiden wir mal das Ganze gleich in der Mitte an und dann sehen wir gleich, wie das aussieht. Ihr könnt es auf jeden Fall hören, es ist schön knusprig außen. So, oder? Spannung steigt. Es ist natürlich jetzt noch warm, in der Mitte glaube ich wahrscheinlich noch heiß, aber vielleicht kennen Sie das, Geduld ist jetzt nicht meine größte Stärke. So und. Oh, schaut euch das an, ist es nicht herrlich? Da ist schon fast, da seht ihr die ganze Saftigkeit noch vom Schinken, schaut, wie schön das geworden ist. Oh, herrlich. Ich habe natürlich jetzt durch diesen Schnitt ein bisschen die ganze Krume ein wenig matretiert und zusammengestoßen, aber so sieht das gute Stück auf jeden Fall aus. Ich versuche jetzt noch, dass ich da eine Scheibe runterbekomme. Schauen wir mal. Ist natürlich intelligenter, wenn ihr das zu Hause schön auskühlen lässt und dann das schneidet.
dann ist auch alles schön ausgedampft und der Brotteig hat diese Saftigkeit aufgenommen. Aber schaut euch das an. Herrlich. Und da jetzt vielleicht zu Ostern oder auch wenn nicht Ostern ist, es geht ja immer, ein, sag ich mal, hart gekochtes Ei dazu, bisschen Senf, ein bisschen frisch geriebenen Krähen für die Schärfe, das ist genau meins. Ah, das wir rinnen schon das ganze Wasser im Mund zusammen, das werde ich mir jetzt gleich gönnen. Und in diesem Sinne, wie gesagt, das Rezept findet ihr auf meinem Blog christopherlang.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu teilen, zu kommentieren, ein kostenloses Abo dazulassen und alles, was es sonst noch so gibt. Ja, viel Spaß beim Backen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viert euch!